Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück bei Legacy of Kain. Nee, gar nicht. Blood Omen, Legacy of Kain. So in der Reihenfolge sind wir, glaube ich, mittlerweile verblieben. Am Fuße eines Dungeons, was ich anscheinend nicht gespeichert hatte. Jetzt allerdings. Obwohl, nee, gar nicht. Warte mal, ich habe gespeichert, aber dann hier tatsächlich, weil wir ja mit der Schnellreise. Ich hatte gerade kurz Angst, dass ich alles wieder verworfen habe. Aber ich glaube, wir waren hier bereits einmal und dann habe ich gestern diese Fliegeraktion gemacht und ich hätte es mir vielleicht merken sollen. Aber das mit dem Merken funktioniert ja sowieso nicht immer so gut. Wir fliegen zu dem Punkt, an dem es tatsächlich weitergeht heute. Denn ich meine, wir standen zuletzt am Fuße eines Dungeons. Ich glaube, zweimal treffen ist dann immer ein bisschen schwierig bei den Kollegen. Die halten jetzt auch wieder ordentlich was aus, tatsächlich. Da sind die Flötentöne wieder. Ich gehe rein. Ach, guck mal. Die Kollegen hatte ich ja am Anfang bereits einmal ausgesaugt. Das heißt, da kriege ich jetzt nur noch Seelenenergie. Das heißt, ich kann mir auch ganz gut meine Medipacks mittlerweile mal einteilen hier für die Dinger. Ach ja, das war dieses Dungeon. Ja, das hilft mir jetzt tatsächlich nicht wirklich weiter. Zumal das irgendwie hier mit den... Es sei denn, ich kann halt einfach so lange auf die Kollegen einschlagen, bis sie irgendwann umfallen. Aber ich glaube, das passiert nicht. Und das, also dahinter sind auch direkt wieder diese Karten mit dem Schrumpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Schrumpfen vielleicht dann auch bei den Statuen hilft und die gehen dann halt weg. Möglich. Ich habe eigentlich gedacht, okay, das sind irgendwelche riesigen Doom-Style-Dämonen, die dann mich direkt kaputt hauen sonst. Scheinbar nicht. Ich hätte mir echt merken sollen, wo es hingeht. Na, das Ausweichen ist tatsächlich, glaube ich, die bessere Variante. Komm mal her. Denn hier noch? Oder? Nee, gar nicht. Ah, nee. Alles wieder auf Anfang. Blablabla. Wir gehen wieder zurück nach Skitschenkirchen. Oder wie auch immer die Stadt hieß. Sacrableu. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Irgendwas mit Crow, Stitchencrow oder so. Da gehen wir zurück hin und dann noch weiter nach Norden, wenn man der Karte glauben kann. Ne? Das hatte ich ja gesehen bei dem Schnellreiseding. Also dieses hier durchwubbeln. Ich weiß immer noch nicht, ob das tatsächlich so richtig ist. Ja, aber ich habe ja gesagt, ich werde mich hier in der Stadt mal so ein bisschen umgucken. Ja gut, die stand jetzt halt daneben. Das ist eine gute Möglichkeit, um mal auszutesten, ob die tatsächlich... Ja, die fallen irgendwann um, okay. Nach und nach jetzt einmal hier. Ich hätte eigentlich gesagt, ich schnetze mich nicht durch, aber wenn die jetzt anfangen, auch mich anzugreifen, dann sieht die ganze Geschichte auch schon wieder anders aus, hätte ich gesagt. Was haben wir hier? Rose? Oh. Ein Spielplatz. Da sind aber interessante Bilder hängen hier. Mal gucken, ob ich hier irgendwie später nochmal ein bisschen was in die Nachbearbeitung machen muss oder sowas. Okay, hier sind Betten, aber das ist jetzt nichts. Also, solche Etablissements sind generell, also so an sich halt nichts Verwerfliches, aber in der Aufnahme oder wenn es dann auch an Streams geht oder sowas, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Was mich tatsächlich noch ein bisschen mehr bedrückt, ist das hier. Aber ich glaube, das ist so eine Special Needs Geschichte. Weiß ich nicht, vielleicht macht die das ja an oder so, keine Ahnung. Ja, nee, den Laden nehme ich mal nicht auseinander, der hat seine Daseinsberechtigung.
So, dann weiter an der Mauer entlang. Einfach nur noch mal gucken, was hier vielleicht noch so an Special-Gebäuden ist. Wer bist du denn? The bastards in Stenchen Crow shun me as Nosgoth shuns them. I know what it means to be an outsider vampire. I fear you not. But remember this, there are others who will speak to you, so long as you know how to look. This lunatic was delighted to see me. Perhaps his madness would reveal a greater truth. Ja, ich muss mich, glaube ich, dann auch jetzt in andere... Kann ich mich dann später vielleicht sogar in andere Leute verwandeln oder sowas, weil er ja gesagt hat, je nachdem, wie du aussiehst? Da habe ich mir so nur so halbherzig zugehört, bin ich ganz ehrlich, aber gut. Kernaussage war, glaube ich, dann in die Richtung. Ja, jetzt kann ich kämpfen. Nicht vorbei. Wegschlurpen von den Gegnern. Es wird langsam Nacht. Gefilde, in denen ich mich tatsächlich dann doch ein bisschen mehr noch bewege. Wäre natürlich geil, wenn ich mich dann in Städten einfach verkleiden kann. Ein bisschen mehr human aussehe und dann nicht wirklich jedes Mal von der Stadtwache angegriffen werde. Einfach nur mal so ein bisschen zu stealthen auch noch. Das wäre mal interessant. Das war blöd. Weil eigentlich wollte ich den noch stehen lassen, damit ich den so ein bisschen auszuzeln kann, aber naja. So, da haben wir stehen. Nochmal wieder weiter nach oben. Was haben wir denn jetzt hier? Wasserbünde? Wasserbünde? Irgendwas mit Bünde auf jeden Fall. Wasserbünde? Ich glaube, die haben auch sich zum Ziel gemacht, jede Stadt, die hier in dieser Welt existiert, braucht einen Umlaut. Ich glaube, das ist mittlerweile einfach so vorgegeben oder sowas. Willst du eine Stadt gründen? Ja, hast kein Ü drin, schade. Warte mal, da ist so ein Symbol drauf. Habe ich ein vergleichbares Symbol vielleicht irgendwie als Zauber oder so? Scheinbar nicht. Keine Ahnung, kann sein, dass jetzt nochmal irgendwie was kommt. Was haben wir denn hier? The Gypsies. Purveyors of distrust and superstition. Most of their babble should be taken with a pinch of salt, since the Gypsies often tinker with weary travelers' minds. However, a few Gypsies have something interesting to say. Dann will mal sehen, ob die was interesting to say haben. Oh. Auf jeden Fall einen Haufen Gold hier tatsächlich, aber ich glaube nicht, dass ich da irgendwie drankomme. Weil mit irgendwas interagieren funktioniert ja nicht. Okay. Ich weiß jetzt auch tatsächlich die genaue Übersetzung von Gypsy nicht aus dem Kopf. Oder ist ja halt generell so von den Zelten her und so, ist es halt einfach fahrendes Volk, ne? Schausteller, irgendwie sowas. Rote Zelt wirkt irgendwie wichtig, ne? Da sollte ich vielleicht auch nochmal irgendwie hingehen. Da ist auch nochmal ein Kollege, der wirft mich wahrscheinlich auch direkt ab. Jawoll! There are benefits to traveling beneath a human guise. The threat to my person is lessened and much information can be gleaned. However, the illusion is flimsy and any act of aggression on my part can break the spell. Siehst du mal, da können wir uns direkt disguisen. Werde ich eben nicht direkt die ganze Zeit. Also die ist flimsy, hat er gesagt. Ich denke mal, wir werden dann ab und zu jetzt dann doch nochmal durchkommen. Und ich glaube, ich verbrauche dadurch auch Mana, ne? Ja. Wir wendeln uns jetzt dafür erstmal nochmal zurück. Ich gehe aber nochmal zurück nach Also kann ich Feinden aus dem Weg gehen.
wenn ich gerade mal keinen Bock habe auf Kämpfen. Bevor ich jetzt in die Stadt gehe, nochmal kurz Päuschen machen, damit ich nicht so viel verbrauche. Das ist natürlich jetzt jedes Mal das Geräusch, das ist natürlich auch ein bisschen blöd. So, keine Aggression zeigen gegen die Kollegen und dann versuche ich nur mit dem zu reden. Theoretisch kann das ja bedeuten, ey, ne? Ah, ne. Das war nur so ein Anteasern, dass da theoretisch die Möglichkeit besteht. Ist jetzt die Frage, kann ich mit euch irgendwie interagieren jetzt in irgendeiner Art und Weise? Ne. Irgendwie nicht. Also ich kann jetzt halt wandeln. Wenn man so will. Ich kann jetzt einfach auf der Straße rumlaufen, werde nicht angegriffen. In den Städten und sowas, also von daher da in die Richtung ist das auf jeden Fall schon mal gar nicht mal schlecht. Was genau mir das jetzt gerade bringt, ist mir noch nicht ganz einleuchtend, bin ich ehrlich, aber ich denke, das wird noch früh genug kommen. Mal ein bisschen aufladen hier. Ja gut, bei denen kriege ich das jetzt. Also in dem roten Zelt war jetzt die Karte gewesen, also das ist auf jeden Fall dann schon mal ganz gut, dass ich jetzt den Weg gegangen bin. Ich bin mir sogar noch nicht mal mehr sicher, ob ich jetzt hier sein darf, weil das immer noch der Weg ist, der so ein bisschen buggy war, wo ich mich so durchgewubbelt habe. Weiß ich nicht, ob das jetzt tatsächlich dann, ob ich das darf hier oder ob nicht, weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Its glory now stained and faded, a faithful child in the looming shadow of Nutraptor's retreat. Wasserbundlay? Auch das lese ich da nicht wirklich draus, aber gut. Ja. Wartet mal eben. Lass mich mal ganz kurz einmal wechseln, dann gehe ich nämlich damit einmal in die Stadt. Damit ich nicht direkt auseinandergenommen werde, sondern ich disguise mich jetzt erstmal so ein bisschen. Nutraptor's Keep lay west of Wasserbund. I would seek to cut the cancer from its heart. Okay. Das weiß ich natürlich nicht. Ich hier bin, was ich hier machen kann. Hier kann ich mich auf jeden Fall zurückverwandeln mal und so ein bisschen auftanken. Wir sind bei irgendeinem Alchemisten. My magic extends into very exotic disciplines, such as the manipulation of time. I am able to slow time down, so I can move about quick as a wolf, while all others move as though they were mired in mud. Was für krasse Fähigkeiten hat er jetzt im ersten Teil? Das ist ja schon heftig irgendwie. Also hier konnte ich jetzt ein bisschen auftanken, wir sind bei irgendeinem Alchemisten, glaube ich, zu Hause. Aber bei dem Alchemisten hier. Ich werde ihn auch mal noch nicht auseinandernehmen. Warum pennt der eigentlich da unten, wenn er so ein riesen Bett da stehen hat? Oder ist das gar nicht sein Bett, weiß ich nicht. Na komm, ich nehme ihn nur aus, er war gütig zu mir. Er hat mir seine Gaben gegeben. Unter anderem auch nochmal so ein bisschen. Also ich kann jetzt slow down time, kann vielleicht nochmal wichtig werden. Wo finde ich den? Da. Okay, das ist ein Item. Oh Gott. Ich kann jetzt natürlich noch... Also da war auch dieses Fliegesymbol tatsächlich, glaube ich, oder? War das das Werwolf-Symbol oben in der Ecke? Als ich jetzt auf das Bild geguckt habe, da mit dem Wasserfall. Hier ist die Taverne. Captain Billes Satz. Vielleicht mal noch ein bisschen gucken, können wir mit Leuten interagieren? Nein. Das ist auch eine geile Taverne, wo dann einfach die Betten mitten im Raum sind und keine Bar. Immer sehr schön. Da die Wache. Und da ist nochmal so ein Blutding. Da muss ich. Irgendwann muss ich wirklich nochmal zurück zu der Höhle mit den Dämonen, ob ich da vielleicht irgendwie was shrinken kann oder sowas. Gucken, ob ich dafür vielleicht mal zurückreise. Einfach. Oh, schön. Ich glaube, wir sind beim Undertaker gelandet. Da in die Richtung gibt es noch ein paar Häuser. Hier ist nochmal eine Stadt. Da geht's runter. Da geht's nach rechts. Da ist eine abgeschlossene Tür. Hier wird es jetzt erstmal wieder runtergehen. Ich gehe jetzt erstmal den Weg entlang, bevor wir wieder weiter nach oben gehen.
weiß auch noch nicht genau, wie man jetzt die Map eigentlich lesen muss, weil rein theoretisch war ja auf dem Ding irgendwie Westen angezeigt. Wind carried screams from the west. I couldn't help but smile. Someone else in this world was suffering more than I. So, einmal nochmal zurückwechseln, ein bisschen auftanken. Ja, da kommen. Ja, genau! Da wechselst du einmal zurück, wirst erstmal komplett zusammengeschlagen von der kompletten Miliz, die hier draußen auf dich wartet, oder was? Nö, die, euch kriege ich. Warte mal, hat doch 22 von den Dingern. So. Jetzt kommen hier mal die richtigen Sachen einmal durch. Der da oben hat sich jetzt auch anders überlegt, glaube ich. Komische Miliz-Axt-Typen hier. Einer von denen war bestimmt Günni. Was tust du denn da oben? Also die schwingen auf jeden Fall gerade genug. Trifft mich halt auch gerade nicht, das ist gut. Ich treffe ihn dafür allerdings schon. Also die Position funktioniert ganz gut, um sich da so ein bisschen durchzuschießen tatsächlich. Ist eigentlich ganz nett. So, hier ist eine Tür, durch die ich nicht durchkomme. Hier ist ein Haus. Natürlich. Ich geh mal so rein. Hallo. Weiß ich nicht, ob ich da jetzt durchgekommen wäre, wenn nicht, wenn Dingens, ne? Das wird immer einmal aktiviert. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt den Schalter aktiviert hätte in der anderen Form, dann wären die jetzt wahrscheinlich alle auf mich angeschlagen gewesen. Ich glaube, so kann ich eigentlich jetzt momentan ganz gut hier einfach durchlaufen. Vielleicht war es dafür gedacht, ich bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir was Neues. The gaping maw of Nutraptor's retreat rained upon Nosgoth all his pain and misery. The disease begged to be cleansed. Ich glaube, die sind ein bisschen verbuggt tatsächlich, die Kollegen mit der Axt. Oder ich bin verbuggt und treffe. Ich glaube, wir treffen einfach beide nicht gerade. Jetzt treffe ich ihn. Jetzt habe ich ihn getroffen, ja. Die sind recht dankbar tatsächlich jetzt im Moment, die Gegner, weil die... Bay Victor! Mal einen nochmal aussaugen, damit wir nochmal volles Leben haben tatsächlich. Ja, und direkt ins Wasser laufen. Das ist auch ein super Plan wieder, danke. Oh, da ist ein Wasser. Ah, okay. Da ist der Wasserfall nach oben dann theoretisch, wo ich dann fliegen soll. Aber da unten ist auch eine Höhle. Wahrscheinlich komme ich durch die Höhle dann auch einfach oben wieder raus. Irgendwie trifft die Axt mich nicht richtig, habe ich so das Gefühl. Weiß nicht, ob das jetzt dann einfach nur ein Bug ist oder auf jeden Fall können wir hier speichern. Wir werden auch nochmal ganz kurz weitermachen auf jeden Fall, aber zumindest den Speicherpoint zu wissen, wo der ist, ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Da unten war auch irgendein so ein komisches Voodoo-Symbol. Ach guck mal, hier kann ich jetzt auch wieder... Das ist eine leichte Rüstung. Die durchschlagen wir eigentlich mit Leichtigkeit. Schön nochmal mit dem Feuer hier. Auch wenn man hier mit einem Menschen durchgeht, ob die einen dann auch nicht angreifen, so unter dem Motto, oh ja, das ist ein Durchreisender, der kriegt das schon irgendwie hin. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist. Bin ich ehrlich. Da können wir wieder Time manipulaten. Jetzt die Frage, Time Manipulation, ist das dann auch mit dem Wasserfall, dass man da irgendwas machen kann? Ich
glaube nämlich auch irgendwie nicht wirklich daran, dass ich hier schon sein darf. Ich glaube nicht, dass dieses sich durchhangeln durch diese Steine, dass das... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dass das so unfassbar rechtens ist. Weil ich glaube, eigentlich müsste man in das Gebiet erst kommen, wenn man die Fertigkeit freigeschaltet hat, Sachen zu verschieben. Also diese schweren Steine oder die grauen Steine zu verschieben. Ich bin mir da sehr sicher, dass das eigentlich erst dann möglich sein soll. Aber naja. Ach lol. Dann kommen wir hier wieder raus. Ja, okay, also rein nach Westen ist dann auf jeden Fall jetzt hier dieser Totenkopf. Da ist immer noch die Frage, wie ich dann da hinkomme. Ich muss mir vielleicht das Symbol im Schnitt gleich nochmal angucken, was da jetzt zu sehen war. Immer wieder dieses kurz einmal mit dem linken Fuß ins Wasser reindippen ist natürlich auch nicht gesund. Gesundheit jetzt nochmal mit dazu geholt, dann speichern wir jetzt den Spielstand nochmal drüber. Diesen hier. Ja, bitte einmal saven. Und dann sind wir am Ende angelangt für heute. Euch vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wir gucken mal, wie wir das nächste Mal weiterkommen. Der Kopf hier ist immer noch ein bisschen gruselig. Vielleicht ist das aber auch ein Zeichen dafür, hey, du brauchst das und das. Oder es geht da oben nochmal weiter. Dann geht's da oben nochmal weiter. Gut, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das übliche Zeug da lassen. Morgen geht es weiter in Richtung Norden durch den Dungeon. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal zu dem Totenkopf-Schädel-Dingenskirchen. Ne? Ja, bevor ich mich noch mehr verhaspel, mache ich Ende für heute. Haut rein, bis moin und tschüss.